Und damit willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ja, ich habe gerade schon angefangen und nicht gemerkt, dass das Mikro aus war und sogar die Aufnahme gar nicht an war. Naja, gut. Das heißt, ich habe jetzt schon ein bisschen gemacht. Wir starten jetzt noch einmal rein, diesmal von ganz von Anfang an, dass ich direkt weiß, aha, es funktioniert alles. Die Musik habe ich ausgestellt. Wir spielen den Schwierigkeitsgrad normal und ja, wir gehen rein. Ein Hund. Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Okay, wunderbar. Wir sind da. Nahe der feindlichen Küste, 46, Ostsee. Das kannst du wohl abschminken hier. Nicht heute! Bleskovic, nach hinten, schnell, machen Sie die Treibstoffleitung zum Motor 6 dicht, schnell! Mach ich. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil ich weiß jetzt schon, wie das funktioniert hier, der Anfang auf jeden Fall. Dort, Zange und Draht, da war nichts. So, wir haben hier jetzt nochmal einen Zeitungsartikel. Regime baut Superwaffen, London 5. Juli 46. Berichten aus Berlin zufolge baut das Regime ein Arsenal an Superwaffen für den Einsatz auf dem Schlachtfeld. Die kürzlich erfolgte Einführung hochentwickelter Kriegstechnologie hat den Verlauf des Krieges beeinflusst. Die alliierten Kommandanten sind sich jedoch trotzdem sicher, den Sieg noch vor Ablauf des Jahres zu erringen. Was das Regime an militärischer Technologie besitzt, fehlt ihm am strategischen Wissen, äußerte sich dazu gestern Kommandant Wilkinson in einem Gespräch. Wunderbar. Haben wir? So, hier müssen wir einmal ausmachen. Oder hier verschließen. So, verschließen. Verdammt. Zack, 62 nur noch. Aber wir verlieren an Höhe. Wir müssen leichter werden zur Fracht. Gehen Sie zum Frachtraum und werfen Sie alles raus, was drin ist. Das machen wir auch eben schnell. Ja, bleib ruhig, ich mach doch. Huch, ich muss die auch treppen hier. So, wunderbar. Hat geklappt, wir gehen wieder zurück. Machen wir, machen wir. So, bin da. Mach die Luke auf. Ja, ja, ich hab beim ersten Mal habe ich eiskalt eins von unseren Leuten abgeknallt. Den hier, den da unten, den habe ich angeschossen, wie sonst was. Und den auch. Wo ist noch einer? Wo sind sie? Ich müsste ein bisschen schneller immer noch einstellen. Oh, den sehe ich immer nie. Ja, aber den kriegt man eh nicht. Der Tod klopft wieder an. Glaube ich, zumindestens. Er ruft mich. Nicht heute, mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger! Mayday! Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1! Erste Hilfe, Koffer Blasco! Dankeschön! 20 Gesundheit plus! Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Condor 9, hier Vulture 1, Sie sind zu nah! Abstand! Negativ, Vulture 1! Haben hier ein ernstes Problem mit der Steuerung, ich muss die Formation verlassen!
Machen Sie Platz, Fergus. In Ordnung, Randall. Oh nein, Blasco, fahren Sie das Radar ein. Der Hebel oben neben den Lampen. Hm? Das war aber vorhin nicht. Besten Dank, Captain. Verstehe Ihr Problem, Condor 9. Ich sehe Rauch. Sie verlieren Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querruder ist hin. Ja, die Mühle fliegt sich wie ein Ziegelstein. Danke, Virgil, für die... Condor 9, bitte kommen! Condor 9! Scheiße, das ist ein Truppentransporter! Condor 9, bitte kommen! Bitte kommen, Condor 9! Hier ist Condor 9! Wer spricht da? Private Wyatt, 109. Luftlandebrigade! Na schön, mein Junge. Hören Sie mir jetzt gut zu. Also, sehen Sie das Steuerrad? Ja, Sir! Gut, nehmen Sie beide Hände und ziehen Sie es zu sich. Auf keinen Fall drehen, verstanden? Halten Sie es gerade und ziehen Sie es zu sich hin! Okay, Sir! Wie geil ist, dass ich mich auch nicht setzen kann. Okay, Private Wyatt. Sie müssen noch was für mich erledigen. Sir? Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Verstanden, Sir. Blaskovic, machen Sie die Cockpit-Tür auf. Sie wird... Habe ich. Alles offen. Dann los! Da. Weiß zwar nicht, warum man dann auch auf ein kaputtes... aufspringt. Achso, unser Triebwerk ist hinüber. Deswegen. So, jetzt müssen wir springen. Ich hab sie. Aufpassen. Moin, was geht ab? Er guckt mich ein bisschen erschreckt an. Wie steht's, Cap? Gut, danke. Alles oder nichts. Wie immer. Wir schaffen das. Hurra, wir schaffen das. So, auf geht's, weiter geht's. Trip Ferguson. Wir müssen jetzt zu Ferguson wieder nach oben, aber hier liegen ein paar Kids, ne? Ja, auch nochmal. Gut, wunderbar. So, das haben wir. Ich wollte nochmal hier gucken. Nee, gibt es nichts? Ja. Gott sei Dank sind Sie hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir müssen abbrechen! Blaskovic, helfen Sie dem Jungen hoch! Negativ, Condor 9. Negativ. Negativ. Kein Problem, immer wieder gerne. Danke, mir geht's gut! Wenn nochmal einen in die Schnauze brauchst, sag mir Bescheid. Ich mach dann. Ferguson. Totenkopf jetzt nicht aufhalten, Fergus, ist es vorbei. Wir werden den Krieg verlieren. Ei Gott, ich höre Sie. Ich muss jetzt Schluss machen. Vor uns liegt seine Basis. OSA Command, Ende. Condor 9, Ende. Halten Sie sich fest, Blasco. Und ich darf mich nicht mal hinsetzen. Oh, wer bist du denn? Kann nicht sehen. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Oder hätte man, glaube ich, wirklich doch erst irgendwie den ersten Teil oder so spielen müssen? Ich weiß es nicht. Ich kenne zum Beispiel den Kollegen hier überhaupt nicht. Beim ersten Mal dachte ich, wer ist er denn? Was ist mit ihm los? Was für ein Roboter ist er denn? Ferguson. So, bis hierhin war ich. Also bis zu dem Telefonat. Telefonat. Bei uns hier ist die Kante am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgendein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich hab das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Blasco, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wyatt, leuchten Sie! Blasco, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus! Ja, Sir! Reagieren die auch? Ich kann sie sehen. Was soll ich machen?
Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Lass mich ran, ich soll es machen. Wenn Sie den Schutzraum unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Keine Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Der Schwimmprofi hier. So, Messer ist am Start. Hier kommen wir schon mal nicht raus. Ich gucke, ob ich irgendwie was zum Einsammeln habe. Oh, dem geht's nicht so gut. Der hat was abbekommen. So, aber es scheint nicht so zu sein. Wow. Laufe vorwärts, um mit Anlauf zu rutschen. Ja, okay. Guck mal, da ist er. Hui. Medikit? Nee. Medikit? Nee, aber das Medikit längst töten sollen. Brauche ich nicht. Aber ich nehme es mal mit 143. Es ist so ein bisschen wie Puls gemacht, aber es sackt dann natürlich wieder ab, weil ich nicht so viel speichern kann. Aktuell. Also hier gibt es nichts zum Einsammeln. Ich weiß nicht, ob unter Wasser auch was zum Einsammeln ist. Aber ich denke eher weniger. Kann ich unendlich die Luft anhalten? Ich weiß gar nicht, wohin, ne? Wohin ich schwimmen muss. Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall so ein Signal, so eine Pipe, so ein Pipe Raw hier. Ein Röhrchen. Ah, jetzt habe ich auch einen Marker. Wunderbar. Bleib ruhig, der macht dir nichts. Kann ich auch mal kurz Luft holen oder darf ich das nicht? Ah, das geht. Wunderbar, das wollte ich nur wissen. Weil ich kann ja jetzt natürlich nicht komplett durchschwimmen. Hätte ich doch machen können, ne? Hätte ich gar nicht auftauchen müssen. Sehe ich gerade. So, wir sind angekommen. Da ist ja noch ein größerer. Erst den kleinen hier weghauen. Weg ist er. Nächster. Weg ist er. Ich würde gerne den... Ach, guck mal, mies gemacht, da komme ich gar nicht mehr ran. Ach, schade, ich wollte gerade schießen auf die, aber geht nicht. Panzerhund. Also, der Panzerhund ist einer der ersten Roboterprototypen aus General Totenkopfs Produktionshallen. Er kam zuerst an der Ostfront zum Einsatz, wo er auf dem Schlachtfeld regelrecht in Schneisen durch die russischen Truppen biss. Zeichnungen. Die Royal Air Force und die US Air Force haben sich unter dem Oberkommando der USA für den Angriff auf Totenkopfs Basis zusammengeschlossen. Hunderte von Militärsportflugzeugen, Transportflugzeugen, ich habe mich gerade schon gewundert, warum Sportflugzeuge, beladen mit Truppen und Ausrüstung, wurden zum Schutz gegen feindliche Luftangriffe von schnellen Kampfflugzeugen der RAF und USAV begleitet. Dieses Geheimnis wurde nicht erfüllt. Dieses Geheimnis wurde nicht erfüllt. Enigma-Code. Wo hätte ich das denn holen müssen? Hä? Oder kommt das noch? Ich hoffe, das kommt noch. Ich bin der echte Blesko. Grüß dich. Hi. Hier, ich bin der. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also... Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Und was macht ihr? Verstanden. Achso, okay, Feuerschuss. Legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, nee, das ist bestimmt eine gute Idee, dass die Ohren, sag mal schnell, abgedeckt sind. So, wir haben eine Waffe. Haben wir auch Feinde? Okay, wir müssen rennen. Keine Zeit zu verlieren. Und rutschen. Geht nicht. Ich bin da. Puh, Sicherheit. Kann ich wechseln die Waffe? Ja, kann ich. Guck mal, Messer und Waffe, das geht. Ob es auch Sneaky Parts hier gibt? Ich bin gespannt. Panzer? Das sind Feinde. Ihr blöden Feinde hier. Hm? Was leuchtet denn so blau? Was ist das? Neue Waffe, Handgranate?
Ah, da brauche ich die Handgranate, ne? Wie mache ich das denn? Wäre geil, hättest du mir gesagt, wie ich das mache. Aha. Ja, und dann? So. Wunderbar. Ey, der haut die sofort weg. Egal, hat trotzdem geklappt. So. Machen wir. Ferguson, ich bin ehrlich, ich habe dir nicht zugehört. Was war das denn für eine miese Nummer? Hä? Wieso kriege ich denn mein Messer jetzt nicht mehr? Ich will mein Messer, bitte. Danke. Ich wollte das mal eben ausprobieren, ob das funktioniert hier. Die kannst du kaputt machen. Aber mehr kannst du auch nicht machen. Schade. Okay, wunderbar. Ey, das ist ja dumm gemacht. Bin drin. So, was haben wir denn hier Feines? Munition. Medikit. Rüstung. Also Schild. Und ein Helm. Helm ist immer gut. Okay, ich bin bereit. Lass mich raus. Wie komme ich raus? Bewege, um dich hinunterzubeugen. Ach, ich kann mich komplett hinunterbeugen. Nee, geht doch nicht. Halte LB gedrückt und bewege. Ah, okay. Ich raff's nicht. In den Fuß geschossen. Mach auf hier. Hast du gedacht, ne? Was hast du für eine Waffe? Bessere? Update. Wir brauchen ein Update. Kriegst mich nicht. Aber ich muss nachladen. Wow. Oh, schönes Ding. Aber Munition geht schnell, alle. Oh, warte. Ich bin da. Ich wollte mal gucken, wie ich die kaputt kriege, aber die kriege ich wohl nur mit Granaten kaputt. Hast du Munition? Huch. Oh, doppelt drücke. Akimbo, was soll ich machen? Akimbo. Munition. Ich will aber auch alles einsammeln. Ich will jetzt nicht irgendwie was großartig verpassen. Sonst könnten wir natürlich ein bisschen schneller voran. Aber ich möchte natürlich auch so ein paar Sachen noch einsammeln und so weiter und so fort, ne? Weißt du Bescheid? Da kommt doch gleich was. Was Großes. Aber den Hund, den krieg ich down, du. Boah, das ist aber schwer zu halten. Mit deinem Mut. Wunderbar. Aber hier gibt es nicht. Okay, wir müssen weiter. Hab ich? Hab ich. Jetzt hab ich. Wunderbar. Hier haben wir etwas. Zum Ansehen. Das ist eine Karte, die ich jetzt eingesammelt habe. Ne, die kriege ich echt nur kaputt mit dem... mit der Granate. Und sonst haben wir hier auch nichts, ne? Nicht, dass irgendwie was versteckt ist. Guck mal, hier sind nämlich zum Beispiel Zettel. So, wer bist du denn eigentlich? Voll gepanzert. Passer Typ. Ich bin nicht so gepanzert. Tea-Time. So, da haben wir noch was. Und nochmal eine Granate, die nehme ich auch gerne mit. Und nochmal eine Rüstung. Boah, hier gibt es aber viel mit Rüstung, aber Munition gibt es halt nicht so viele, ne? So, mit einer Akimbo-Waffe ist das halt schon ziemlich wenig.
Weil die haut natürlich auch raus, hoffentlich. Wer schießt da? Aha. Hier ist noch ein Graben, hier kann ich entlang. Aber hier muss ich aufpassen, bei dem Feuer muss ich rüberspringen. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Hier war ich doch gerade schon. Da bin ich doch da hochgerannt. Ich muss doch nicht wieder zurück. Ich muss hier entlang. Wir müssen zu dem Großen. Wir müssen bestimmt den Großen eliminieren. Oh, hab ich mich. Du hast mich erwischt. Ach, das muss ich selber machen. Was bist du für ein Robodoc, ey? Okay, Hunde haben sie also auch. Was? Ich hoffe, ich habe den erwischt. Bin gleich down. Shit, ich dachte, das wäre was zum Einsammeln. Ich muss aufpassen auf die Hunde hier. Kimbo hält man nicht wirklich sehr, sehr gut. 9 Schuss. Ach du Heilige. Na komm. Ah, okay, das ist der das Trick. Ist eine ganz neue Dimension des nicht sofort volle Kanne ballern, sondern immer mit ein bisschen, wie sagt man? Immer nur so ganz leicht antippen und dann wieder. So ungefähr. Ja, ich will alle Munition haben. Boah, ich laufe aber auch schwerfällig hier durch. Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Ich will auch alles so irgendwie versuchen mitzunehmen. Schleiche dich heran, Gegner zu überwältigen. Speer 1, wunderbar. Den kriege ich, glaube ich, so nicht. Doch, geil. Das ist natürlich super entspannt so, ne? Granate kann ich nicht mitnehmen. So, hier liegt ein bisschen was rum, aber uninteressant wohl. Neue Waffe, Pistole. Ob ich die wirklich brauche, wage ich ja zu bezweifeln. So, hier ist er down. Da ist nochmal eine Pistole. Panzerung, Briefe oder so kann ich nicht mitnehmen. Hier ist ein Brief, aber da kann ich nichts mitmachen. So, da hatten wir noch etwas. Da ist auch nochmal ein Gegner. Okay, wunderbar. Schleichen wir uns ran. Eliminieren wir. Nehmen wir mit. Was ist denn für ein Elektro-Dummi? Schalte Kommandanten aus. Das heißt, die holen dann keine Verstärkung mehr oder wie? Oder was? Oder wo? Oder warum? Oh, da war er. Dachte, den hätte ich, ne? Lass mich nachladen. Oh, oh, Alarmstufe rot. Stimmt, ich kann ja auch die Granaten... Na komm mal. Wunderbar, das geht echt gut. Aber ich hätte das gerne auf Schleichmodus gemacht.
nice gewesen. Das ist super nice gewesen. Nur was die alles hier schönes haben. Warte mal, ich will das mal ausprobieren einmal mit der Granate. Und zwar würde ich die gerne mal jetzt hier hinwerfen. Das geht echt nämlich kaputt. So, und das auch. Aber hier ist diesmal nichts drin. Hier ist noch eine Granate. Und Munition, okay. Shit, jetzt habe ich die Akimbo-Waffe nicht mehr. Wie kriege ich die? So. Boah, da war auch ein Rad, ne? Mit Waffen. Holy shit. So, Munition. Ihr habt doch bestimmt hier einige. 7 Schuss haben die nur noch. So viel rausgehauen. Rausgeballert. Hier geht es lang oder da vorne? Fragen über Fragen. Was ist das? Was war das? Was habe ich denn jetzt gemacht? Was zum Zünden oder was? Ich weiß es nicht, ob er jetzt was zu zünden haben will oder ich habe jetzt irgendetwas ausgerüstet, was mir aber wohl nichts bringt. I don't know. Wir gehen weiter. Komm mal. Guck mal. Wunderbar. Haben wir noch einen? Da war doch noch einer, oder? Komm schon. Sag ich doch. Oh. Wer ist er denn? Egal, spielt keine Rolle. Ist egal, wer er ist. So ein Ding ist das. Ist aber cool hier, ne? Der Apparillo ist hier echt gut. Ich krieg damit die Kisten kaputt, die Christen. Die Christen krieg ich damit auch kaputt. Ah, schön. Es gehen nur die oberen. Okay. Da wird sich bestimmt das Tor. Er kann das Ding komplett mitnehmen. Wie geil ist das denn? Okay, wer will hier Stress machen? Das ist auf jeden Fall die Bombe, die ich benötige. So, das war nämlich der Hinweis. Das heißt, jetzt werden aber wahrscheinlich noch einige kommen, sonst würde es nämlich dieses Gerät nicht geben. Aber ich gucke nochmal einmal kurz hier. Guck mal, da liegt was. Auch nur Munition. Hier ist ein Bunker. Ohne hineinkommen. Ich kann nicht rennen. Was ich mich jetzt gerade frage, ne? Der will jetzt, dass ich das Ding hier einsetze. Da vorne, oder da hinten, wir gehen mal einmal ganz kurz gucken. Waren ja die Torpedos, da wurde mir das aber auch angezeigt, das Teil. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Er läuft schwerfällig. Siehst du, hier kann ich das nämlich auch machen. Merkwürdig. Ah, vielleicht ein anderer. Vielleicht ist das der geheime Zugang. Explodiert das mal gleich? Ich habe mich jetzt selbst eliminiert, ne? Ich habe mich jetzt eiskalt selbst eliminiert. Super. Ja, passiert, ne? Es passiert einfach. Ich eliminiere mich manchmal einfach selber. Eingesetzt, eingeschaltet und ab dafür. Keine Ahnung, was ich für ein... Aha. Blasco, die zwei Kanonen sind in den oberen Stockwerken des Bunkers. Sie müssen sie unbedingt ausschalten. Die zerlegen sonst unsere Jungs in den Wolken. Okay, wunderbar. Weiß nicht, versuche jetzt mal ein bisschen auf Schleichemeiche hier. Weil vielleicht ist das nämlich jetzt hier der geheime Weg. Ach guck mal, hier habe ich gar keine Munition mehr drin. 30-30, wunderbar. 200 Schutz habe ich noch insgesamt. Aber die eine Waffe habe ich leider nicht mehr.
Natürlich die Frage, ob ich das andere jetzt hätte auch machen können. Ja, aber das weiß ich nicht. Aber das weiß ich nicht. Hier haben wir was. Hä? Das ist voll die Sackgasse. Signal entdeckt. Blaue Kisten. Komme ich da hoch? Da komme ich da hoch. Okay. So. Aber ist aber auch gut, dass ich seinen Schatten einfach hier sehen kann. Holy shit, wie blöd, ey. Muss mal hören. Kriege ich den? Nee, ne? Doch. Gute Nacht, mein Freundchen. Kann ich mich nicht irgendwie so bücken? Was habe ich jetzt eingestellt? Einschuss oder was? Das geht auch. Es fehlt, dass ich mich... Ach, das geht. Oh ja, dann ist ja gut. Genau das wollte ich. Weil dann kriege ich nämlich den Typen auch noch down. Wo ich natürlich nicht weiß, was der für eine Reichweite jetzt. Hier geht's nicht. Oh, warte, lass das. Mach das nicht. Oh. Komm. Put, 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 put. Ja. Jetzt. Attacke Randa. Zum Messerwerfer. Du hast einen Vorteil freigeschaltet. Messerwerfer. Wie mache ich das? Wenn du mehr als ein Messer trägst, kannst du Messer werfen. Stehst du zu nah an einer Wand oder vor einem Gegner, kannst du nicht werfen. Stehst du nah an einem Gegner, überwältigst du ihn stattdessen. Mit einem Messerwurf kannst du Gegner lautlos aus der Entfernung töten. Geil. Drücke R für ein, Steuerdingsbums da, R, rechten Steuerstick, so, für einen Messerwurf. Ich habe ein Messer zum Werfen. Oh, das ist geil, das fühle ich, ne? Ich mag Messerwürfe. Upp. Unten war auch noch was, das macht mich ein bisschen verrückt, ne? Muss ich denn genau treffen, so kopfmäßig, oder ist das egal? Das wäre schön, wenn das egal ist. Einfach so. Das ist das schöne Teil, ne? Und sieht er mich? Er könnte mich sehen. Ich bewege mich mal ganz, ganz... Das ist wirklich jetzt nur ein Schuss. Alles entspannt, alles entspannt. Easy. Kommandant ist ausgeschaltet. Er schläft, ja. So, nehmen wir das Ding nochmal mit. Das Ding ist schön, das macht Spaß. Krieg ich mein Messer bitte wieder? Das ist sehr schön von dir. Geil. Ach, toll. Öffne auf der anderen Seite. Öffne auf der anderen Seite. Komme ich denn zu der anderen Seite? Die wäre doch dann hier, oder nicht? I don't know. Hier ist a door. Eine Türe. Und das habe ich mir gedacht. Das ist nämlich direkt die Tür. Zack, und die wären hier gewesen. Ja, der hätte mich dann voll erwischt. Voll gesehen. Aber jetzt habe ich ja hier was richtig schön Leckeres. Wo war die Munition? Hä? Da. Nehme ich alles mit. Das brauche ich alles nicht. Hier ist noch ein... Das brauche ich auch nicht. Karte des Bunkergebiets. Wunderbar. Haben wir. Oh oh.